Ja, ja, Wohngelenk ist noch nie was. Das ja. Ist zwei Augen. So, die Stimmung, die Spannung steigt. 20 seconds. Jetzt wird Spannung. 10 seconds. Es geht noch sensationell guter Start von Luke Bannister. Aber hier tut sich immer etwas im Graben, wollte ich schon sagen. Wie es wirklich aussieht, sehen wir, wenn er dann hier rüber kommt. Luke Bannister ist vorne. Luke Bannister ist vorne. Aber bitte schön, so. Jetzt da vorne, Thomas und Mittler am vierten Platz. Oh, aber sag mal, Thomas. Thomas ist draußen, glaube ich. Ja. Da hat es gekrescht, leider. Thomas ist draußen. Das tut mir jetzt natürlich leid. Aber Luke ist da vorne weg, gefolgt von Lukas Wahl. Und Jan Wittner. Schafft es Jan Wittner noch, den Lukas einzuholen? 7,49 Minuten. Ja, das ist nicht allzu viel. Ein kleiner Fehler würde reichen und er ist wieder vorne. Benny UK ist vorne weg. Der hat doch jetzt schon ein bisschen aufgenommen, aber das kann gefährlich werden. Denn Lukas kann sehr schnell fliegen. Er ist konstant und wird von Jan Wittner gejagt. Das heißt, er hat sich wirklich Gas genommen. Er hat nur noch 7,48. Für Mittler, ja genau. 4,48 für Wahl. Und er kommt immer näher. Der Jan Wittner kommt immer näher zu Lukas Wahl. Nur noch 2 Sekunden hinter ihm. Aber es wird knapp, es wird knapp. Ja, vorne weg. Ja, Benny, wenn du vorne weg ein momentaner Rennen macht doch keine Fehler. Jetzt muss man Gas geben. Aber das sind nur noch 1 Sekunde, 2 Sekunden. Lukas muss wirklich Gas geben. Jan Martin hat keine Fehler. Der fliegt sauber. Der hat wirklich Nervenstärke. Ja, der weiß, er muss. Ja, dicht auf den Fersen. Ne? Definitiv. Ja, sie holen beide auf. Sie kommen auch den Lukas. Before you start racing. Just fly to the ration. Wow, I need to fly to win the race. Okay, this seems really, really easy, but I guess it's not, okay? So, do you think you're going to win this tonight? No, I didn't, just so I can do. Do you want to win this tonight?